Ja, hallo und schönen guten Morgen. Ja, es ist Vlogzeit, nachdem mich tatsächlich erste Beschwerden erreicht haben, wo der nächste Vlog bleiben. Aber ich kann das auch begründen. Es ist nichts passiert. Ja, auf jeden Fall heute vloggen wir. Steffi ist mit dabei. Hallo. Steffi, was machen wir heute? Wir fahren zum Friseur. Und das verspricht doch wie immer großes Entertainment. Und wir haben aber heute ansonsten auch noch irgendwie einen ziemlich vollgepackten Tag tatsächlich, so unterm Strich. Wir wollen gleich etwas, danach werden wir noch einkaufen fahren und im Baumarkt und machen dann noch etwas Wohnungsoptimierung bei Steffi. Und gehen heute Abend ins Kino in einen tollen Film. Hoffen wir? Ja, mach was? 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 Wir gehen ins Kino, oder? Ja, hab ich doch gesagt. Ja. Ja, jetzt wolltest du den Film ankündigen. Ach so! Shazam! Shazam! Ja, wir gehen heute Abend Shazam gucken. Richtig schön hier Cinemax essen, Premium-Sitze. OV. OV, 2D, 3D. Leider, 2D gab es ja gar nicht. Ja, nee, ja. Und wir haben sogar noch die Option. Wir haben Tickets reserviert, erstmal nur morgen Captain Marvel gucken zu gehen. Weil wir das eigentlich. Wollen wir das Dienstag? Dienstag, glaube ich. Dienstag wollten wir es machen. Ja, aber da hat das leider dann doch zeitlich ganz nicht hingehauen. Ja. 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 Ich habe ihn schon gesehen, ich fand ihn super und ich finde, Martin muss also ihn Captain unbedingt Marvel. Sehen. Ja, Captain Marvel. Ich finde, Martin muss ihn unbedingt sehen, bevor, vor allem bevor es in Endgame geht. Ja, auf jeden Fall, vielleicht gehen wir morgen dann nochmal ins Kino. Wäre allerdings in Düsseldorf. Also, jetzt nichts per se gegen Düsseldorf, außer ein kleines bisschen. Aber es ist dann halt natürlich auch wieder direkt eine Strecke und so. Aber das sehen wir morgen. Ja, auf jeden Fall heute ein vollgepackter Tag und Vloggy, 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 Vlog. Ich weiß gar nicht, habe ich das schon mal erzählt? Ich finde Friseur, wenn man so zum Friseur geht und man kommt so raus, und so der Friseurbesuch an sich, das hat immer so ein bisschen was mit persönlichem Selbstwert ja. zu tun. Nee, stimmt, Martin, wenn ich ja. jetzt drüber nachdenke. Ja, und so Wohlempfinden, ja. weißt du, so, du ja, fühlst ja. dich einfach gut, wenn du so gerade beim Friseur rauskommst und die Haare sitzen und doch, muss ich wirklich sagen, finde ich sehr, sehr schön. Steffi war ja selbst heute nur für die kleine Tour dabei, das heißt bei ihr war Pony. Was übrigens sehr nett ist, weil die in dem Friseursalon halt dann, also da zahlst halt nichts fürs Pony schneiden oder ja. so. Ja, also ich gebe dann halt immer was in die Kaffeekasse, klar. Aber das ist so, ja. ne, weil du dann auch gerne was in die Kaffeekasse gibst. Ja, nee, aber meine Friseurin Melanie hat heute die Haare ein bisschen kürzer geschnitten und ein bisschen franziger bei mir. Muss man ja dazu sagen. Und ja, und Steffi, was machen wir jetzt? Wir fahren in den Ruhrpark. Ja. Weil ich gefragt habe, ob wir in den Ruhrpark fahren können. Und anscheinend machen wir das jetzt. Ja, und dann fahren wir in den Ruhrpark und fahren. Ist gefühlt wie auf dem Land hier, ne? Ja. Der kennt auch den Begriff von 30 nicht ab. Da ist 50, mein Freund. Ja, ehrlich. Ja, übrigens, falls ihr das wissen wollt, das Kennzeichen Recklinghausen Norden 2088 wird von einem monströsen Arschloch gefahren. So. Darf man das so laut sagen? Ja, darf man. Ist ja im öffentlichen Bereich sichtbar. Okay, okay. Ja, und ich meine das mit dem monströsen Arschloch vermutlich nicht, aber es ist, wie es ist. Ja, der da vorne. Ja, genau. Ja, hätte ich gerade nicht so gute Laune, wäre ich gerade hart am Rasten und zwar am Ausrasten. Steffi kann es bezeugen. Ich habe mich leider mit den Temperaturen etwas vertan. Ich bin ein bisschen zu obenrum, ein bisschen zu... Ja, ich bin ein bisschen zu warm angezogen. Ja, ich bin ein bisschen zu frisch angezogen, aber es sollen ja 18 Grad werden angeblich. Also, ja. Deswegen fahren wir jetzt in den Ruhrpark. Ja. Yeah. Hier ist nochmal die Lohmühle. Hier
hier so ein Teich. Gerade da hinten sind die Gänse. Das sieht man wahrscheinlich jetzt überhaupt nicht. Das ist jetzt doof, jetzt muss er da vorne halten, ne? Na, so war's. Und da geht eine Gans über die Straße. Das freut ihn sehr. Ja, da vorne geht. Good job, Gans, good job. Also, Freunde, ich bin jetzt hier gerade im Park raus. Wir waren gerade schon im Ruhrpark. Also wir sind reingegangen und da habe ich festgestellt, dass ich die Kamera vergessen habe. Und bin deswegen jetzt nochmal extra zurückgegangen, die Kamera holen. Und Jeffy ist in der Zeit eben bei DM, weil ich möchte den Ruf auf Ruhrpark jetzt schon gerne vloggen. Ja, auf jeden Fall bedurfte ich jetzt nochmal zum Auto latschen. Viel Spaß im Ruhrpark. Steffi sagt, ich muss mehr Szenen einer Ehe vloggen. Wir essen gerade was. Wir essen gerade lecker Dönerteller. Sag mal lecker Dönerteller. Lecker Dönerteller. So, Freunde, wie gute deutsche Hausbesitzer an einem Samstag befinden wir uns auch nun in einem Baumarkt und werden etwas Material kaufen. Ich hab Schluck auf. Ich nicht. Ja, ich schon. Wir sind bei Steffi. Wir waren im Baumarkt, wo wir sehr wenig gevloggt haben, einfach weil wir sehr, sehr schnell dann durch waren. Und was wir vorhaben, ist eine kleine Wohnungsoptimierung für Steffi. Im Moment steht Steffis PC einfach auf dem Boden unter ihrem Schreibtisch und das ist nicht gut, weil der den ganzen Staub reinzieht. Und also man dreht es dann rum. Aber das wird im Prinzip ein kleiner, eine kleine Standfläche für ihren Rechner. Kleines Podest, wo der dann drauf kann und dann ist er vom Boden weg, zieht nicht mehr den ganzen Staub ein. Und der Steffi kürzlich fast einen Festplattencrash des Todes hatte. Und ich glaube, dass es natürlich auch mit dem Staub zusammenhängen kann. Bauen wir das jetzt. Und wir haben eine kleine Planänderung für heute. Wir werden uns heute Shazam schenken. Shazam schenken. Wir werden uns Shazam schenken, einfach weil dann doch irgendwo jetzt schon ziemlich K.O. und ich persönlich auch die Nacht einfach nicht gut geschlafen habe. Das heißt, ich werde jetzt hier noch dieses kleine Projekt zum Abschluss bringen. Wir werden das Ding dann auch nochmal früher oder später lackieren in einer Farbe Steffis Wahl, aber... Pink! Nein, nicht pink. Das ist mir total lax. Nein. Aber auf jeden Fall ist das Ziel der Sache, dass jetzt... man sieht das dann, glaube ich, hier ganz gut halt mit diesen Winkeln von innen, dass man da von außen wirklich keine Schrauben zu sehen hat.
anzubringen. Ja. Ja. Und dann zeigen wir euch nachher das Ergebnis. Ja, hallo. Wir schließen das Projekt gerade ab. Es ist wieder furchtbar gegen das Licht, aber das kann man nicht ändern. Das ist auf der anderen Seite gegen das Licht. Gut, das kann man nicht ändern. Lebt damit. Ganz kurz, man muss es nicht, also es ist wirklich so einfach, wie man sich es vorstellt. Wir haben ein Leimholzbrett geholt, haben an jeder Seite das gleiche Stück abgesägt und haben daraus mit Winkeln die Füße befestigt. Ich habe leider nur eine Stichsäge und keine Kreissäge, was dazu führt, dass ich hundertprozentig gerade Kanten nicht hinkriege. Deswegen haben wir jetzt gerade hier auf dem einen Fuß noch ein Stück Pappe geklebt, weil wir festgestellt haben, dass das Ding sonst ein bisschen kippelt. Ja, aber ansonsten, wenn man das jetzt seiner Bestimmung zuführt... Kippelt es immer noch. Nee, wow. Nee. Super. Ja, und hier kommt dann einfach Steffis Rechner drauf. Und wir werden es vermutlich dann irgendwann demnächst schwarz lackieren, weil ich zu Hause noch schwarzen Sprühlack habe und dann... Und vielleicht die Seiten... Dicht machen kommt drauf an, ob der Kater da runterklettert. Ja. Und dann werden wir vermutlich aber dafür irgendwie, ich denke, Bastelsperrholz oder Pappelsperrholz nehmen. Ja, ja. Werden uns das dann eben auf Maß sägen lassen und werden da einfach die Seiten mit zumachen. Ja. Sehr gut. An sich wird das schon mal helfen, deinen Rechner ein bisschen besser zu pflegen. Yes. Ja. Sehr gut. Komm mal hin. Herzlich willkommen bei Cats Do Things. Ja, ehrlich. Oh, jetzt ist es Snoof. Snoof. Komm her, Lawrence. So, nope, not today. Nö, er ist so not today. Lawrence, guck mal. Wir brauchen doch Cat-Content. Ja, so, ich bin immer noch bei Steffi. Wir waren jetzt gerade ein bisschen fleißig und ich möchte euch gerne das Ergebnis zeigen, weil wir haben jetzt erstmal ihren PC halt auf diese, wie man immer es auch nennen will, gestellt. Und wir haben das komplette Kabelmanagement von Steffis Schreibtisch geändert, dass nämlich unten auf dem Boden keine Kabel mehr sind. Man sieht es da schon, ich habe das alles... unter die Tischplatte gemacht. Das heißt aber, wenn man einfach so vor dem PC sitzt oder steht, ist halt einfach alles jetzt clean und frei und sauber und ordentlich. Ja, wir werden uns Shazam schenken. Ich weiß gar nicht, habe ich schon erzählt, dass wir uns Shazam schenken? Weiß ich gar nicht. Wir gehen auf jeden Fall heute doch nicht mehr ins Kino, weil wir jetzt heute super viel erledigt haben und es ist jetzt schon... Ach nee, wir hätten um 7 die Karten abholen. Ja, und also wir sind jetzt hier gerade so mit allem durch und es ist jetzt irgendwie schon 10 vor 7 oder 7 oder sowas. Nee. 10 nach 7. Oh, 10 nach 7 sogar schon. Und ja, wir haben das zwischendurch schon gemerkt und haben gesagt, nee, dann machen wir heute lieber die ganzen Sachen fertig, um die wir uns kümmern wollten. Und Kino holen wir danach. Das heißt, ich werde jetzt gleich nach Hause fahren und mir einen gechillten machen. Und Steffi wird sich einen gechillten machen. Und alle werden chillen. Und ich kann heute diesen wundervollen Vlog noch schneiden und hochladen. Yeah, meine hochverehrten Superschnubbel. Ich bin wieder zu Hause. Es ist mega spät. Es ist gleich 2:30 Uhr nachts. Ich bin schon ein paar Stunden zu Hause. Ich bin jetzt irgendwie 6 Stunden zu Hause oder so. Ja. Aber ihr könnt es euch denken, es ist auch nicht mehr viel passiert, weil ich dann noch ziemlich K.O. war. Weil wir heute einfach auch eine Menge erledigt haben. Und ich dann dabei Steffi noch irgendwie eine Stunde in äußerst unbequemer Haltung unter dem Schreibtisch rumgekrochen bin, um das Kabelmanagement zu machen und so. Und ja, von daher, ja, cool, dass ich heute mal wieder die Chance hatte zu vloggen, dass es sich auch irgendwo gelohnt hat, mal die Kamera wieder mitzunehmen. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Vlog, Leute. Haut rein, ich gehe jetzt pennen.